Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man iOS 8 mit dem Pango Jailbreak jailbreaken kann. Allerdings enthält dieser Jailbreak noch kein Cydia und deshalb zeige ich euch in diesem Video, wie man Cydia manuell nachinstallieren kann. Als erstes klicken wir auf das Pango Tool und dann installieren wir uns OpenSSH. Dazu klicken wir einfach hier drauf und dann auf Install. Es dauert einen kurzen Moment, es wird runtergeladen und installiert. Dann klicken wir auf OK, dann ist die Installation abgeschlossen. Das nächste, was wir machen müssen, ist, wir brauchen die Cydia Depp-Dateien. Die kriegt man auf Saurix Website, ein Direktlink dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem brauchen wir die beiden Tools Putty und iFunbox. Die Links dazu gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung. Also, was wir machen müssen, ist, wir öffnen iFunbox und dann müssen wir auf RAW-Dateisystem klicken und dann solltet ihr sowas hier sehen. Da kopieren wir einfach diese beiden Dateien rein. Einfach nehmen und rüberziehen. So, das ist dann abgeschlossen. Dann brauchen wir iFunbox nicht mehr. Als nächstes brauchen wir Putty. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen uns auf unser Gerät verbinden und per SSH die Pakete installieren. Wir öffnen einfach Putty und hier müssen wir die IP-Adresse des Gerätes eingeben. Die finden wir auf dem Gerät, indem wir auf Einstellungen gehen, dann einfach auf WLAN und dann auf dieses I drücken. Dann sehen wir IP-Adresse. Diese IP-Adresse müssen wir hier eingeben. In meinem Fall ist das 192.168.1.65. Dann klicken wir einfach auf Open. Es öffnet sich so ein schwarzes Fenster. Eventuell dauert das beim ersten Mal einen Moment. Und ihr kriegt auch eventuell eine Meldung, dass irgendwelche Keys neu sind. Die einfach auf Bestätigen klicken, einfach auf Ja klicken. Und dann solltet ihr sowas hier sehen. Login S, da geben wir einen Root, R-O-O-T. Und bei Passwort geben wir ein Alpine, A-L-P-I-N-E. Das können wir hier mal wegklicken. So, dann geben wir folgende Befehle ein. Die Befehle kopiere ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Ihr solltet die aber trotzdem manuell von Hand eingeben. cd /var/mobile/media. Und hier geben wir mal ein ls und wir sehen, wir haben die beiden Dateien. Das nächste geben wir ein dpkg-i und dann geben wir ein cydia unterstrich, dann die Version und so weiter .deb und dann cydia bindestrich lproj und so weiter .deb. Es ist wichtig, dass wir beide Dateien installieren, vor allem die lproj-Datei, weil ihr sonst keine Strings habt, weil das die Sprachdatei ist. Hier klicke ich einfach auf Enter und das ist hier schon fertig. Das Cydia-Icon sehen wir allerdings noch nicht. Dafür geben wir einen weiteren Befehl ein. rm-rf/var/mobile/library/caches Sternchen. Und bei diesem Befehl müsst ihr aufpassen, denn wenn ihr euch hier vertippt, könnte das eventuell schwerwiegende Folgen haben. Dieser Befehl löscht nämlich alles, was im Ordner Caches liegt, und wenn ihr euch bei dem Pfad vertippt, ja, da solltet ihr lieber aufpassen. Also nochmal rm-rf/var/mobile/library/caches. Dann einfach auf Enter drücken und wenn das fertig ist, gebt ihr einfach nur Reboot ein. Danach sehen wir hier bei Putty Fatal Error, Server closed unexpectedly, Server unexpectedly closed network connection. Das liegt daran, dass die Verbindung unterbrochen wurde, weil unser Gerät neu startet. Das können wir einfach schließen. Putty können wir auch schließen. Und dann sind wir an dem PC schon fertig. Kurzer Hinweis für die Leute, die die Befehle aus der Videobeschreibung kopieren wollen. Erstmal kopiert jeden Befehl einzeln und ihr könnt den mit der rechten Maustaste einfügen. Also indem ihr mit der rechten Maustaste in dieses schwarze Fenster klickt, wird alles aus der Zwischenablage eingefügt. Gut, hier warten wir jetzt einen kurzen Moment, bis das iPhone neu startet. Und wenn das neu gestartet ist, können wir das einfach entsperren.
Und Spende SIM-Karte ist okay. Und dann sollten wir auch schon Cydia sehen. Da klicken wir einfach mal drauf. Und dann sehen wir wie gewohnt beim ersten Start von Cydia Preparing File System. Das wird einen Moment dauern und danach wird das Gerät respringen. So, das hat jetzt einen ganzen Moment gedauert. Nachdem das fertig ist, können wir das Gerät einfach wieder entsperren. Den PIN kann ich auch später eingeben. Danach klicken wir einfach wieder auf Cydia. Und wir haben erfolgreich Cydia installiert. Ich kann das hier nochmal runterscrollen. Und wir sehen iPhone 4,1. Das ist mein iPhone 4S. iOS 8.1 und Cydia 1.1.13. Noch ganz kurz einen kleinen Nachtrag zu Cydia. Nachdem man Cydia das Reloaden gelassen hat, bekommt man hier eine Meldung auf dem Startbildschirm. Und hier steht, so gut wie nichts funktioniert schon mit iOS 8. Man soll ein bisschen Geduld haben, während die Leute Updates rausschieben und daran arbeiten. Es werden Updates folgen vom Pango-Team, es werden Updates folgen von Saurik, die dann Cydia noch weiter fixen. So im Groben und Ganzen funktioniert es, aber da muss noch, also Cydia jetzt nur, aber da muss noch viel dran gemacht werden. Cydia Substrate, wo so ziemlich alle Pakete drauf aufbauen, muss auch noch gefixt werden. Das funktioniert nur so halb, hat viele Bugs. Und jedes Mal, wenn man das Gerät rebootet, muss man es respringen, in dem Fall aber nur bei Cydia Substrate. Und ja, man soll halt einfach ein bisschen Geduld haben. Dieses Cydia, das wir jetzt so installiert haben, hat auch nicht die Möglichkeit, irgendwelche Pakete für iOS 8 zu kaufen, weil halt noch nichts funktioniert. Das wird aber alles kommen, also im Prinzip einfach nur abwarten, ihr könnt da nichts machen. Das Wichtige, was ich noch vergessen habe zu sagen in dem Video, nachdem wir jetzt OpenSSH installiert haben und Cydia dadurch installiert haben, benötigen wir OpenSSH nicht mehr. 99% der Leute benutzen OpenSSH sowieso nicht und deshalb empfiehlt es sich, das wieder zu deinstallieren, nachdem wir fertig sind. Das können wir auch bequem durch Cydia machen. Wir klicken einfach auf Installiert, auf OpenSSH, Modify und Remove. Das macht schon alleine deshalb Sinn, weil wir eben auch nicht das Root-Passwort geändert haben. Wer SSH trotzdem benötigt, sollte nicht vergessen, das Root-Passwort zu ändern und kann es dann benutzen. Alle anderen können das einfach nur deinstallieren. So, jetzt sind wir fertig. Das war's auch schon von mir zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.